Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bin ich im Gespräch mit Manuel Schabus. Manuel Schabus ist Professor für Psychologie, Schlaf- und Bewusstseinsforscher und arbeitet am Zentrum für kognitive Neurowissenschaften an der Universität Salzburg. Und wir sprechen heute über seine Arbeit, über die Umfragen, die er gestartet hat, über Wissen, Einstellungen und Erfahrungen über die Corona-Pandemie. Manuel, schön, dass wir bei dir sein dürfen. Hallo, freue mich. Ja, diese Umfrage, die ist erstmal in Österreich gestartet worden und es gibt jetzt auch eine in Deutschland, die richtet sich an Erwachsene. Mhm, genau. Und welche Fragen wurden da so in erster Linie gestellt? Na, wir haben gefragt, wie es den Menschen mit den Corona-Maßnahmen geht und wie es um das Wissen zu Corona bestellt ist. Und haben eben in Österreich begonnen, nachdem wir hier gut vernetzt sind und in Deutschland dann gesehen haben, dass dort auch sehr viele ähnliche Themen auftauchen. Und haben da sehr, sehr spannende Ergebnisse bekommen. Mhm. Und du hast auch eine zweite Studie oder eine zweite Umfrage gestartet, die sich dann nur an Kinder richtet. Auf die können wir dann auch nochmal zu sprechen kommen. Erstmal die Ergebnisse in Österreich. Wie repräsentativ ist das Ganze? Ja, wir haben über 4000 Menschen geschafft in Salzburg oder in Österreich eigentlich, was wirklich eine Riesenmenge war. Wir haben über Nacht, glaube ich, 1000 Leute gehabt, die mitgemacht haben, was für eine psychologische Umfrage online doch sehr unüblich ist. Und wir sind vom Alter her und vom Geschlecht und von den Bildungsgraden recht gut gemischt. Aber es ist natürlich eine Ad-hoc-Umfrage. Es ist jetzt nicht eine repräsentative Umfrage, wo wir wirklich dann die Leute direkt kontaktiert haben über ein Meinungsforschungsinstitut. Die Gelder hatten wir nicht. Aber ich glaube, mit dieser Menge an Daten können wir sehr, sehr gut arbeiten. Und wir haben das auch dann in Deutschland bestätigt bekommen, was wir eigentlich in Österreich auch gefunden haben. Okay. Was waren die Ergebnisse, die dich am meisten verwundert haben? Wo du, man geht ja oft mit einer Art Voreinstellung auch schon mal da rein und wo du sagst, oh, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Na, was mich verwundert hat, ist, dass die Leute von dem Virus eigentlich gar nicht so viel Angst hatten. Also, dass sie selber erkranken oder dass sie jemanden anstecken, dass da jemand erkrankt. Sondern, dass die Ängste eher aufgeteilt waren. Sie waren sehr gefächert. Also, ein Teil eben virale Angst, wie ich sie nenne. Ein Teil Angst vor Demokratie und Meinungsfreiheitsverlust. Und eine Angst wirklich von wirtschaftlichem Schaden, der mich irgendwann einmal persönlich betreffen wird. Das war ganz eindeutig. Das war wirklich komplett aufgeteilt auf diese drei Gruppen. Und das Zweite, was natürlich sehr, sehr verwunderlich war, ist, dass die Angst, dass ich versterbe oder dass ich, sagen wir, so schwer erkranke an dem Virus, bis zu 56 Mal übersteigert wahrgenommen wird. Und das ist wirklich, das muss man sich auf der Zunge jetzt ergehen, das ist nicht doppelt so hoch wie das Risiko, sondern 56 Mal so hoch. Die Leute glauben zum Teil, 20% ist ihr Risiko. Also wenn sie den Virus bekommen, ich bin einer von fünf, der auf der Intensiv landen wird. Das tatsächliche Risiko ist irgendwo zwischen 0,2 und 1% wahrscheinlich. Okay, das heißt, obwohl die Ängste schon so aufgeteilt waren, war sogar die virale Angst so übertrieben verglichen zu dem eigentlichen Risiko. Genau, und selbst bei Leuten, die virale Angst gerade das Primäre genannt haben, alle leben doch irgendwie in diesem Narrativ, ich bin lebensbedrohlich gefährdet aktuell oder zumindest meine nächsten Angehörigen und sie leben auch unter dieser Angst, wenn wir nach den Zahlen fragen, nach der persönlichen Einschätzung, wie hoch ist das Risiko in Zahlen. Mhm. Gab es auch Ängste und Besorgnisse dahingehend, dass die Gesundheit anderweitig geschädigt wird, außer eben durch jetzt das Virus? Ja, wir haben schon auch nach Kollateralschäden gefragt, also ob andere Menschen auf der Strecke bleiben. Ich glaube, da haben wir 20-25% gehabt, die gesagt haben, sie machen sich Sorgen um andere Krankheiten, die dann dadurch vernachlässigt werden. Aber das war nicht so im Vordergrund. Also da war mehr im Vordergrund, dass der wirtschaftliche Schaden natürlich gesehen wird, der angerichtet wird und dass dann natürlich irgendwann einmal die persönliche Beteiligung kommt. Also irgendwann werde ich selber bedroht sein, vielleicht meinen Job zu verlieren und das ist etwas, was die Leute sehr beschäftigt hat. Habt ihr danach gefragt, was der Ursprung dieser Angst ist, ob der tatsächlich in einer persönlichen Erfahrung besteht? Ah, ich war schon mal krank oder ich bin positiv getestet gewesen, ich kenne jemanden oder ist das rein aus den Medien? Genau, also wir fragen natürlich schon, woher sich ihr Wissen speist. Der Großteil speist sich aus den Öffentlich-Rechtlichen, Teil eben auch aus den Privatfirmen, aus sozialen Medien, da können wir nachher drüber sprechen, da gibt es einen sehr interessanten Unterschied. Also wenn wir den Öffentlich-Rechtlichen wie aus dem Privatfernsehen anschauen, dann sehen wir zum Beispiel, dass die Menschen, die das Öffentlich-Rechtliche primär als Informationsquelle angeben, das Risiko ungefähr zehnfach mehr einschätzen, wie diejenigen, was mehr Privatfernsehen und auch soziale Medien konsumieren und praktisch vielleicht beide Sichten ein bisschen mehr sehen. Das ist schon ziemlich erstaunlich, muss ich sagen. Aber das ist in Deutschland das gleiche wie in Österreich. Mhm. Genau. In Deutschland gab es auch eine Umfrage, die jetzt aber auch noch läuft derzeit. In Deutschland läuft sie für die Jungen, für die Jetzt sprichst du, Umfrage für die Kinder, auch in Salzburg, aber nur mal leider bis diesen Sonntag
Okay, genau. Okay, das wird wahrscheinlich, wenn wir das Interview jetzt senden, dann schon auch, genau. Vielleicht gibt es dann auch schon Ergebnisse. Die Umfragen in Deutschland und Österreich, wie kann man die miteinander vergleichen? Waren die ähnlich repräsentativ, also eine ähnlich große Gruppe, und waren die Ergebnisse ähnlich? Die Ergebnisse waren ähnlich zwischen Deutschland und Österreich. In Deutschland tun wir es natürlich ein bisschen schwerer als österreichische Institution, dass man Leute kommen. Das heißt, da haben wir nicht so viele Teilnehmer gehabt. Die haben, glaube ich, auch 3.500. Aber es war nicht ganz so einfach, dort wirklich auch so repräsentativ, glaube ich, aufzutreten wie in Österreich, wo wir dann doch im öffentlichen Fernsehen waren. Aber die Ergebnisse waren, muss ich sagen, sehr, sehr vergleichbar. Also wir haben da wenig Unterschiede gesehen. Mich hat eher gewundert, dass es dort so geklungen hat, wie wenn viele Leute sehr kritisch den Maßnahmen gegenüberstehen. Ich aber so von meiner Wahrnehmung aus Österreich nicht wenig sehe, dass etwas passiert an öffentlicher Kritik, auch im öffentlichen Raum. Und das ist in der Umfrage sehr häufig vorgekommen, weil wir auch gefragt haben, kritisiere ich persönlich die Maßnahmen im privaten, familiären Bereich und würde ich denn auch etwas machen auf der Straße oder in öffentlichen Postings? Und du sagst doch, glaube ich, jeder Fünfte, ja, er würde öffentlich etwas machen. Und mehr über die Hälfte, weit mehr über die Hälfte, dass sie sich innerfamiliär kritisch äußern. Mhm. Und wurde auch gefragt nach den Reaktionen, die die Menschen auf ihre kritischen Äußerungen bekommen? Ja, wir fragen, ob so etwas wie Freundschaften dadurch bedroht werden. Und da merken wir, dass das ein Riesenthema ist. Also sowohl in Deutschland wie in Österreich. Die Leute, die viel sagen und die sich eben da aus dem Fenster lehnen, die haben tatsächlich Angst und sie spüren, dass sie dann persönliche Konflikte haben dadurch. Ja. Das ist auf alle Fälle ein Thema, ist auch ein Thema, das ich selber erlebe. Ich versuche dieses Thema im privaten Bereich so gut es geht auszuklammern. Ich mache gerne Interviews, ich trete gerne öffentlich auf, wenn ich Daten dazu habe, was zu sagen habe. Aber im privaten Bereich finde ich es schwierig, weil es einfach sehr, sehr schnell polarisiert. Ja. Von den vielen Phänomenen, die unsere neue Normalität jetzt so mit sich bringt, was war das, was die, wenn ihr da einen Eindruck bekommen habt, was die Menschen am meisten auch nochmal berührt, was ihnen Sorgen macht? Wir haben die Masken zum Beispiel, wir haben den Umgang mit den Kindern, wir haben das Testen, wir haben die Impffrage. Ist das ungefähr gleich verteilt oder gibt es da einen starken Fokus auf eine Frage? Naja, ich meine, wenn man an die erste Umfrage jetzt an die Erwachsenen denken, da war das wirtschaftliche Thema eigentlich, würde ich sagen, das prävalenteste wahrscheinlich, gefolgt eben dann oft von der persönlichen Angst, sich anzustecken, beziehungsweise noch viel mehr vielleicht, dass meine älteren Angehörigen angesteckt werden und dadurch wirklich dann lebensbedrohlich erkranken werden. Bei den Kindern ist es ganz anders. Bei den Kindern ist natürlich im Vordergrund die Maske. Also da kriegen wir ständig die Maske genannt, als etwas, was sie nicht verstehen, dass sie das tragen müssen, was sie irgendwie unangenehm finden, gerade die Volksschüler. Also wir haben 6- bis 10-Jährige, die das ganz, ganz schrecklich finden. Und auch der Nasenbohrertest. Also das ist wirklich etwas, was sie bedroht, weil sie es, glaube ich, nicht einordnen können. Das ist nicht, dass es ihnen weh tut, aber sie können es nicht einordnen, warum sie das machen sollten und was da nicht abgeht. Ja. Mhm. In Österreich ist ja auch diese Testpflicht, eben der Testzwang für Schüler, Schüler eben in allen möglichen Altersstufen schon länger da. In einigen Bundesländern in Deutschland ist es jetzt gerade erst eingeführt worden. Und das heißt, eure Umfrage umfasst auch dieses Phänomen, diese Frage, weil jetzt eben ganz viele Kinder sich auch damit konfrontiert sehen. Genau, also wir haben dann eben im Anschluss an diese Erwachsenenumfrage eine eigene Umfrage gemacht von Volksschule weg bis zu 18, dass wir wirklich das ganze Spektrum abdecken. Und da war es ja dann fast noch erstaunlicher wie bei der Erwachsenenumfrage. Da haben wir mittlerweile, glaube ich, fast 6.000 Kinder und Jugendliche, die mitgemacht haben. Und das sind wirklich 6-7-Jährige, die mit ihren Müttern und ihren Großmüttern vor dem Computer sitzen und uns die Textfelder vollschreiben. Da ist unglaublich viel Mitteilungsbedürfnis. Das kann ich gerne teilen, weil das ist wirklich zum Teil herzzerreißend, was da kommt. Und da kommt sehr oft eben die Maske, da kommt der Nasenbohrertest, da kommt eben ganz viel die Angst, jemanden anzustecken, der dann stirbt. Wir haben in Österreich auch dieses Narrativ gehabt, Kinder sind die Virenschleudern und sie bringen ihre Großmütter um, wenn sie nicht aufpassen. Das ist nicht ein Wahnsinn, das bekommst du nie wieder aus den Köpfen heraus. Als Psychologe muss ich echt sagen, hat der Bock. Ja, ja. Und diese Studie heißt, jetzt sprichst du,
Das heißt, ihr gebt da eben auch den Kindern die Gelegenheit, auch ihre Erfahrungen, von ihren Erfahrungen zu berichten, ihre Gefühle da eben auch aufzuschreiben. Meine Frage ist, wie kommt ihr dort an die Kinder ran? War das die gleiche, so eine Art virale Aktion? Oder seid ihr auch zu Kindern irgendwie auf Kinder zugegangen? Denn man kann ja auch nicht immer gewährleisten, dass dort tatsächlich dann Kinder hinter dem Computer sitzen. Das ist eine spannende Frage, weil wir haben es natürlich versucht, so breit zu streuen wie möglich. Also wir haben es über die österreichische Presseagentur versucht, über ORF. Das ist auch Gott sei Dank passiert. Wir haben dann eben schon den Daten gehabt, die wir präsentieren konnten. Dann ist es verteilt worden über dieses Medium, dem man natürlich auch offizielle Stellen probiert. Also alle Bildungsdirektionen, die Schulen anschreiben könnten, auch Ministerien, aber von allen öffentlichen Stellen sind wir leider ignoriert worden. Also wir haben nicht einmal Absagen bekommen. Das ist wirklich nur über private Initiativen und die Medien gelaufen. Und ich glaube, es ist insofern viral geworden, weil die Leute oder weil die Kinder gemerkt haben, da kann ich mich ausdrücken. Ganz viele Textstellen, die wir drinnen haben, als offene, optionale Felder, fangen an mit: Liebe Politiker, ich will euch sagen. Ja? Oder: An uns Kinder denkt niemand. Und das ist etwas, was ich noch nie in einer Online-Umfrage gesehen habe, dass mehr als 50% der Kinder tatsächlich was reinschreiben, in optionale Felder. Und die Umfrage dauert relativ lang, dauert 10, 15 Minuten und ist wahnsinnig gut angenommen worden. Ich habe jetzt ab und zu auch so im Freundeskreis gehört, dass es offensichtlich auch die Kinder untereinander weitergegeben haben, dass sie dann dort mitmachen sollten. Also ich glaube, da geht es einfach um das Mitteilungsbedürfnis. Weil wo hätten die sonst eine Plattform, dass sie sich äußern können? Ja. Da war es möglich. Eigentlich ja in der Schule sollte man hoffen, dass eben die Pädagogen dort auch so feinfühlig sind, dass sie diese neue Situation jetzt auch irgendwie abfedern, auffangen. Gibt es Erkenntnisse aus diesen Umfragen? Du sagst, dahin könnte zumindest eine Form von Hilfe, von Unterstützung, die Form, das Ganze aufzufangen, gehen. Naja, wir fragen natürlich auch, was hilft dir am besten durch die Pandemie? Und was eigentlich rauskommt, ist Bewegung und Begegnung. Ja, das ist wirklich das Thema. Sie wollen am Nachmittag ihre Freunde treffen können. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was sie nennen. Ja. Man kann das natürlich auch geheim machen, aber dann fühlt man sich natürlich immer irgendwie kriminalisiert. Ja. Das ist ja eigenartig. Ich sitze in der Klasse mit 20 Leuten als Volksschüler. Wenn ich am Nachmittag mehr wie eine Person treffe, bin ich eigentlich illegal. Ja. Bin aber in der Schule schon getestet worden. Also da passen viele Sachen für die Kinder auch nicht zusammen. Und im Sport das Gleiche. Das heißt, der Schulsport war ja praktisch abgesagt bis jetzt. Natürlich auch der Sport außerhalb der Schule. Und viele Kinder toben sich nämlich gerade im Sport aus und finden dort praktisch ihren Ausgleich. Und auch das ist nicht möglich. Das heißt, die zwei Dinge, die sie am meisten nennen, die sie durch die Pandemie bringen, nämlich Bewegung und Begegnung, sind beide verboten. Und das ist natürlich ein Riesenthema. Ich würde dich gerne nach deiner persönlichen Motivation fragen, diese Umfragen auch zu gestalten und auch jetzt hier so vorzustellen. Du bist Schlaf- und Bewusstseinsforscher. Was hat das auch mit deiner Profession zu tun und was hat das mit deinem persönlichen Leben zu tun? Also wir haben angefangen mit einer Studie zu Schlafveränderungen während Corona über 5 Kulturen, wo auch Kuba und Brasilien, Ukraine, Griechenland und Deutschland und Österreich dabei waren, wo wir gesehen haben, okay, der Schlaf verschiebt sich, aber die Schlafqualität wird schlechter zum Beispiel, die Leute sind besorgt. Ja. Das war mal so der erste kleine Einstieg. Ich muss aber sagen, die treibende Kraft ist sicher die, dass ich als Forscher wahrscheinlich schon Ende März, Anfang April letzten Jahres das Gefühl gehabt habe, das passt alles nicht zusammen. Also ich habe mir die Daten direkt von den Statistischen Zentralämtern geholt, von Schweden, von Österreich, von Deutschland, habe Studien gelesen und die Sachen, die ich dort gesehen habe und gelesen habe, haben einfach nicht mit dem Narrativ der öffentlichen Berichterstattung zusammengepasst. Und dann hat sie mir gebrodelt und ich habe mir gedacht, das kann ja nicht sein, dass die Leute alle das glauben und von dem irgendwie so beeinflusst sind und sich aber nicht die Studien anschauen und die Zahlen nicht vergleichen. Ja. Und das hat lange gebrodelt in mir. Ich bin ein sehr guter Schläfer, seitdem schlafe ich schlechter, würde ich sagen, weil es wirklich etwas ist, was ich in dem Hinterkopf habe, wie könnte man diesen Diskurs in die Öffentlichkeit bringen. Ja. Und dann ist eben die Idee gekommen, naja, wir könnten natürlich einfach Umfragen starten und schauen, wie geht es denn den Erwachsenen, wie geht es den Kindern und versuchen das einfach dann auch zu teilen, um eigentlich auch da ein bisschen diesen Blick auf das Psychosoziale zu lenken. Und da habe ich mich dann auch getraut, mich zu äußern, nachdem ich eben dann auch Daten zur Hand gehabt habe. Und ich glaube, die Daten sprechen für sich und ich finde es einfach wahnsinnig wichtig, auch wenn man vielleicht auf dünnem Eis sich bewegt, dass man sich als Wissenschaftler und als Akademiker auch zu solchen Sachen bekennt und auch Widersprüche anspricht. Ich glaube, das ist genau
die Arbeit unserer Profession, dass wir unterschiedliche differenzielle Fakten uns anschauen, das vergleichen und uns daraus eine Meinung bilden. Ja. Und das passiert in meinem Umfeld gar nicht und ich sehe es auch in der öffentlichen Diskussion sehr, sehr wenig. Ja, jetzt hast du diese Initiative oder diese Umfrage gestartet und arbeitest eben als Professor für Psychologie an der Universität Salzburg. Inwiefern ist es auch in dieses Zentrum für kognitive Neurowissenschaften eingebunden? Wie stark stehen die dahinter? Ich denke, es haben auch Studierende dort unterstützt oder das Ganze auch mitentwickelt, nehme ich an. Steht die Uni dahinter? Ist das etwas, was sogar vielleicht von der Uni irgendwie motiviert wurde oder? Wie soll ich da am besten antworten? Ich würde sagen, breites Schweigen. Also ich habe weder Gegenwind, noch habe ich Unterstützung. Auch die Initiative, die wir hier betreiben, ist praktisch eine Aktion, die ich mit einer Kollegin zusammen alleine mache. Also auch da möchte ich nicht das Team mit hineinziehen. Manche wollen einfach auch nicht mit dem Thema in Kontakt kommen. Das sind wirklich sehr individuelle Initiativen, weil viele Leute einfach Angst haben. Und diese Angst spüre ich auch in meiner Kollegschaft. Also die Leute, die sich kritisch geäußert haben, punktuell, haben ja keine E-Mails geschrieben mehr. Die haben mich angerufen. Die sich gegenüber deiner Umfrage kritisch geäußert haben. Genau. Ja. Oder Meinungen, die ich öffentlich geäußert habe. Okay. Mal. Und das hat mich schon erstaunt, dass sich Leute nicht mehr trauen, dass sie mir eine E-Mail schreiben, wo sie mir klar ihre Meinung oder ihre Einschätzung der Situation reinschreiben, sondern sie müssen mich anrufen, weil sie Angst haben, dass es irgendwie dann vielleicht sonst nach außen treten könnte. Das ist schon, wie wir sagen, sehr, sehr besorgniserregend. Hätte man nicht gedacht, dass wir in einer Demokratie so weit kommen können. Aber es ist auch dieser implizite Druck, den ich ständig verspüre. Also auch jetzt, bei öffentlichen Interviews im ORF, ich merke immer, ich muss genau aufpassen, was ich sage, weil man so das Gefühl hat, naja, wenn man das Falsche sagt, könnte man gleich in das falsche Eck gestellt werden. Und darum verbringe ich viel meiner Zeit damit, einfach Daten zu lesen, dass ich wirklich sehr firm bin und weiß, wovon ich spreche. Mhm. Und ich glaube, genau das ist die Aufgabe von Forschern, egal aus welchem Feld. Ja. Ja, oft wird es ja so dargestellt wie, ach, das sind ja nur Meinungen oder das ist irgendein Internetschwurbler oder das sind von mir aus auch Verschwörungstheorien oder das ist ideologisch motiviert. Genau. Jetzt kommst du mit Fakten und tatsächlichen Umfrageergebnissen. Wird das irgendwie anders aufgenommen? Wird das wirklich dann so mit Besorgnis aufgenommen? So, okay, da ist was dahinter. Oder wischt man das so eher weg? Das ist unterschiedlich. Ich würde sagen, bei den Erwachsenen hat man es nur eher ein bisschen weggewischt und jetzt nicht so wahnsinnig viel diskutiert, wenn man gesagt hat, naja, so etwas wie Risikoeinschätzung, das ist etwas, was sowieso sehr subjektiv ist, das kann generell sehr falsch sein. Dann habe ich gesagt, aber eben vom Blitzeinschlag höre ich halt nicht so oft, wie von dem, dass ich vom Corona getötet werden könnte. Und wenn die Leute glauben, sie haben ein 20-prozentiges Risiko, auf die Intensiv zu landen, ist es halt schon massiv, ja, wenn es eigentlich 0,5% sind. Ja. Bei der Jetzt sprichst du Umfrage, würde ich sagen, ist die Resonanz viel, viel mehr. Und da wird wenig weggewischt, da hört man schon hin. Ich sehe zwar nicht, dass jetzt irgendwelche Maßnahmen deswegen bis jetzt gekommen wären, aber es wird mehr diskutiert. Es wird auch in Ministerienebenen, kommen wir von offiziellen Ebenen, mehr aufgenommen, was mir wirklich sehr freudig stimmt. Aber ich hoffe eben, dass auch Maßnahmen kommen, weil ich befürchte, das Schlimmste steht bevor. Also ich glaube, psychosozial kommt der Tsunami erst im Sommer, Herbst, wenn nämlich dann praktisch die Insolvenzen kommen und dann praktisch eben die Arbeitslosigkeit kommt und dann die Aggression und die Unzufriedenheit von den Personen, die arbeitslos werden, das nach Hause bringen. Ich glaube, dann wird es erst richtig problematisch und darum müsste man jetzt handeln. Mhm. Aber die Politik geht schon auf dich zu? Hörst du, dass dort Resonanz ist und dass sie das wahrnehmen? Also ich habe ganz konkret jetzt die letzten Tage zumindest das erste Board-Meetings gehabt, wo man diese Daten mal vorgestellt hat, wo schon großes Interesse da ist. Und jetzt hoffe ich eben im nächsten Schritt, dass dann auch etwas passiert. Also dass dann auch vielleicht Maßnahmen auf Grundlage von diesen Umfragedaten entstehen. Ja, also mir erscheint das ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Man haut da so ein Jahr lang alles kurz und klein. Man kann das wissen auch ohne Umfragen und ohne Statistiken. Und das ist auch etwas, was man intuitiv weiß, dass es den Kindern schaden wird und dass man da irgendwie gegensteuern muss. Und jetzt so nach einem Jahr fragt man, ach, dann nehmen wir den mal so mit rein, dann können wir uns irgendwie so aufstellen, als würden wir uns um die Kinder kümmern. Das ist so mein erster Impuls dabei. Ja, also ich habe mich auch viel damit beschäftigt, wie es so weit kommen konnte und wie es sein kann, dass die Leute weiterhin so argumentieren, wie sie argumentieren. Da wird das Öffentliche-Rechtliche oft so argumentiert. Ich glaube, dass es
einfach wahnsinnig eindimensional ist. Also wenn ich wirklich alles, was ich reinstecke in Energie, auf dem Virus zuordne, dann verstehe ich, dann brauche ich die Maske Tag und Nacht und dann laufe ich mit der FFP2-Maske im Freien herum, auch wenn das Infektionsrisiko 0,3% ist, weil es geht ja darum, dass ich jeden einzelnen Fall minimiere. Aber dass man nicht sieht, dass es Kosten hat. Also wenn ich da 100 Leute weniger Infektionen auslöse und dafür sperre ich 8 Millionen Österreicher zum Beispiel ein, dass ich nicht mitdenke, dass das sehr wohl was dem Gesundheitssystem kostet, nicht nur auf der Psychiatrie, sondern auch im gesunden Erleben, also auch in der Somatik, das kann ich nicht nachvollziehen. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was dahinter steckt. Also wenn ich wirklich nur auf den Virus achte und wirklich nur mich auf den Virus konzentriere, natürlich, dann ist alles der Hygiene untergeordnet. Aber das ist von einer ganzheitlichen Sicht weit entfernt. Ja. Und das verstehe ich nicht, dass man das nicht mitdenkt. Ja. Also du versuchst jetzt diesen Blick auch eben etwas zu weiten und jetzt gibt es ja sehr viele Kolleginnen und Kollegen in der Wissenschaft, die aus unterschiedlichen Forschungsbereichen kommen, Fachbereichen und dort auch einen eigenen Blick auf diese Psychosomatik auch haben könnten, auf die psychosoziale Entwicklung. Sind die mit dir in Kontakt, sagen die, also vielleicht auch von anderen Unis, sagen die, okay, da muss man jetzt wirklich mal den Blick drauf haben oder ist da auch dieses Schweigen, von dem du gesprochen hast? Da ist eigentlich auch Schweigen. Also ich habe da sehr wenig Kontakt und da kommt wenig. Also da, wo ich Kontakt habe, ist praktisch Personen, die was sehr ähnlich umfragen, wie wir durchgeführt haben. Aber da hat jeder irgendwie so seine eigene Studie gehabt. Da gibt es auch nicht wirklich Kooperationen, aber eigentlich ist breites Schweigen. Also ich höre dazu wirklich wahnsinnig wenig. Also wahrscheinlich 5, 6 Stimmen im letzten Jahr, die dazu gekommen sind und der Rest ist einfach, wir reden über andere Themen, dieses Thema wird ausgespart. Und das ist nicht auch besorgniserregend, also dass das einfach nicht thematisiert wird. Ich denke schon, der eine oder andere, da sieht, da passen Sachen nicht zusammen, ja, aber es wird einfach nicht ausgesprochen. Gut, das ist auch wirklich ein Phänomen, was wir jetzt über das vergangene Jahr vermehrt gesehen haben, so dass man sich fragt, wieso haben wir denn diese Fachbereiche überhaupt? Wieso haben wir das Ethos der Wissenschaften und auch mal von den Intellektuellen gar nicht zu reden? Da scheint eine gewisse Angst dahinter zu sein, ausgeschlossen zu werden aus dem Diskurs, vielleicht keine Gelder mehr zu bekommen oder was auch immer. Wie ist es dir denn ergangen, nachdem du das jetzt initiiert hast? Wurde das stark rezipiert in den Medien? Wurdest du eingeladen und gab es dort vielleicht sogar auch Diffamierungsversuche? Bei der Erwachsenenumfrage muss ich sagen, für das, wie alarmierend diese Daten waren, die wir da gesehen haben und wie sehr die Leute wirklich Ängste ausgedrückt haben und wir gesehen haben, dass sich in Stimmungen, in Angst, in die Person etwas verändert, für das ist relativ wenig aufgenommen worden. Ja, es ist im ORF Salzburg zum Beispiel ausgestrahlt worden, österreichweit dann sehr wenig. Wir waren bei einer Diskussion dabei, aber es ist eigentlich diese Umfrage, muss ich sagen, überraschend wenig aufgenommen worden. Bei der Kinderumfrage war es dann ein bisschen anders. Da kriegt man mehr Aufmerksamkeit bei Kindern und Jugendlichen. Und da kommen wir vor, da sind wir jetzt auch mehr in diesem Flow, dass man jetzt ein bisschen den Blick drauf richtet. Aber wie du richtig sagst, es ist nichts, was überraschend ist. Das wüssten wir eigentlich wahrscheinlich seit März, April, dass da was Großes auf uns zukommt. Und jetzt sind alle erstaunt, dass was Großes da ist. Aber wie gesagt, ich glaube, der Blick ist so sehr auf Hygiene und Hygienemaßnahmen fokussiert und Leute sind so von dieser Angst auch, glaube ich, gefangen, dass dieser Tunnelblick einfach wahnsinnig, wahnsinnig eng geworden ist. Der Homo Hygienicus, wie Matthias Burchardt das nennt, der sieht natürlich eben keine anderen Aspekte in der Form. Was ist mit der Lebenswelt der Kinder in den Schulen? Wir haben ja schon darüber gesprochen, hier gibt es auch diese Testpflicht. Wie erzählen und was erzählen die Kinder darüber, wie die Lehrer mit ihnen umgehen, wie das Schulklima ist, wie auch vielleicht die Angst vor Isolation oder eben auch vor Mobbing dadurch entsteht? Gibt es da Erkenntnisse? Naja, wir haben ja nicht viel Schule gehabt im letzten Jahr. Okay. Also die Volksschüler noch am ehesten. Ich glaube, bei den Volksschülern sagt ein Drittel, sie waren mehrmals oder häufig in der Schule, in der Mittelschule und dann danach hört es schon sehr, sehr dünn aus. Also da haben wir wirklich wenig Beschulung gehabt in der Zeit. Das, was die Kinder in die offenen Kommentarfelder schreiben, ist schon
sind schon so Sachen wie, sie kriegen nicht mal eine Atempause, dass sie die Maske runternehmen, dass sie es durchgängig oben haben müssen bei manchen Lehrern. Oder sie wollen nicht mit der Jacke in der Klasse sitzen. Ja? Ich meine, da gibt es wirklich einfach, je nachdem, welche Lehrerin, welche Lehrer mit ihnen Kontakt hat, ganz unterschiedlichen Umgang damit. Was eben immer kommt, ist die Maske. Also, dass sie die Maske wahnsinnig stört. Umso jünger, umso mehr stört sie und oder verwirrt sie die Maske. Und natürlich auch diese Tests, diese Nasenbohrertests. Umso ängstlicher sie sind und umso ängstlicher die Eltern sind, umso mehr akzeptieren sie den sogar noch. Umso weniger ängstlicher die Eltern sind, umso kritischer, umso mehr stört sie das, weil sie es dann nicht verstehen wahrscheinlich, warum muss ich das überhaupt machen, was soll das? Ja? Also da sehen wir schon, dass man, glaube ich, in der Schule da schon noch gut nachjustieren könnte, dass da einfach auch ein bisschen mehr Diskurs passiert, aber das, was wir gesehen haben in den Daten, passiert überhaupt nicht. Da hat jeder eher Angst, dass er sich strikt an die Maßnahmen hält, dass da ja nichts passieren könnte. Obwohl es ja viele Studien mittlerweile gibt, die sagen, Kinder sind weniger ansteckend und weniger ansteckbar. Ja. Aber da kommt dann eine Studie, die sagt was anderes, dann wird immer diese Studie öffentlich rezitiert. Ist ja auch eigenartig. Ja. aber es ist wichtig. Man biegt sich das so hin. Kinder von aufgeklärteren oder weniger ängstlichen Eltern, die sind ja auch oft in Gefahr, in Konflikt zu kommen mit dem, was sie dann als offizielles Narrativ hören, was sie von den Lehrern als Autoritätspersonen hören oder eben von ihren Mitschülern und müssen da irgendwie vermitteln dazwischen. Gibt es da Erkenntnisse, wie das geschieht? Wir haben gefragt, wie haben sich deine Gefühle verändert seit Corona? Und da kommt bei über der Hälfte eben, dass sie jetzt einsamer sind, trauriger sind und gestresster und wütender. Ja. Über die Hälfte? Über die Hälfte. Und wir haben, glaube ich, nur 8%, die sagen, es hat sich nichts geändert an ihren Emotionen. Das heißt, jeder Zehnte kann man sagen, okay, geht so gut wie vorher, aber 9/10 geht schlechter. Und wenn wir dann schauen, ängstliche Eltern und nicht ängstliche Eltern, die Kinder von denen, dann sehen wir interessanterweise, bei den nicht ängstlichen Eltern sind die Kinder wütender und genervter. Und das war überraschend. Aber ich glaube, was dahinter steckt, ist, es sind die Kinder, die gegen den Strom schwimmen. Das sind auch die Kinder, die was in der Schule gegen den Strom schwimmen, weil sie nicht wissen, warum soll ich die Maske tragen, wenn mein Risiko ins Krankenhaus zu kommen 1 zu 40.000 ist. Ja? Also, warum soll ich das machen? Warum soll ich mich testen lassen dort, wenn der Test eh nur in der Schule gilt und am Nachmittag nicht mehr, wenn ich dann Sport betreiben möchte? Also ich glaube, die haben diese inneren Konflikte. Meine Eltern erzählen mir etwas anderes, weil das, was in der Schule eigentlich dann gemacht wird. Und deswegen akzeptiere ich das auch nicht oder habe ein Problem damit, wenn mir jemand einen Stapel in die Nase stiebt. Ja. Es wird auch oft dann gesagt, wenn ihr das jetzt zum Beispiel beschreibt, ihr macht diese Umfrage, ihr beschreibt die Meinungen und die Einstellungen dazu, dann kann man das auch kritisieren und damit hat man dann Fakten und sagt, okay, das hier ist eine Unverhältnismäßigkeit und dann bekomme ich zumindest oft zu hören, naja, aber nur kritisieren, das reicht ja nicht. Du musst jetzt der Politik positive Vorschläge machen, wie sie das Ganze mit anderen Maßnahmen auffangen kann. Genau, das machen wir. Also wir haben jetzt solche Maßnahmenempfehlungen auch immer angeschlossen an die Umfrage und da ist die Maßnahmenempfehlung, dass man wirklich unbürokratisch Bewegung und Begegnung erlaubt. Weil noch einmal zurück zur viralen Angst. Natürlich kann ich vielleicht ein paar Fälle im Freien verhindern, indem alles praktisch verboten wird. Aber ich glaube, der Kollateralschaden ist um eine Dimension größer. Das heißt, ich würde sagen, im Freien muss Bewegung möglich sein, dass die Kinder Sport treiben dürfen, auch Mannschaftssport. Dort gibt es auch dann praktisch Tracking, wer denn da war. Das funktioniert ja gut. Ja. Aber auch Begegnung. Also ich kann Kinder nicht erklären, warum sie in der Schule eben in der Klasse sitzen dürfen und am Nachmittag dürfen sie nur eine Person treffen. Ja? Also ich glaube, diese Sachen wären einmal der wichtigste Punkt. Das direkt in das Psychosoziale hineingeht, dass die Kinder gesund sind, sich wiederholen können und dass sie auch körperlich nicht erkranken. Wir sehen zum Beispiel sehr viele psychosomatische Probleme jetzt, die auftauchen. Ja? Das andere ist, man kann natürlich daran denken, in der Schule schon jetzt ein Hilfsnetz aufzubauen, Schulpsychologie, Sozialarbeiter, aber auch therapeutische Angebote jetzt aufzubauen, für vielleicht eine Extremsituation, die wir dann im Sommer oder Herbst haben werden. Ja, ja. Eine letzte Frage, die passt eigentlich eher mehr zu dem, was ich vorher gefragt habe, aber die ist mir noch sehr wichtig, weil du auch gesagt hast, naja, so viel Schule hatten wir ja gar nicht, so viel Präsenzunterricht. Wie sieht ein Bewusstseinsforscher eben die Digitalisierung an den Schulen und die Tatsache, dass die Schüler eben jetzt sehr viel jetzt an Bildschirmen lernen?
Ich würde sagen, es ist problematisch, ist auch eine lustige Zahl. Wir haben ja gefragt, ob die Kinder und Jugendlichen mehr Smartphones und Tablets verwenden. Und die Zahl, die rausgekommen ist, 99,1% über die 5000 Kinder und Jugendlichen. Also unglaublich. Und ich glaube, es ist nicht gut, wenn die Kinder nur mehr vor dem Handy sitzen und vom Tablet, weil es einfach wahnsinnig erregend ist und eigentlich alles beschleunigt. Sie kommen überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Sie nehmen das Handy mit ins Bett regelrecht, also haben wir auch in unseren Daten gesehen, können dann nicht einschlafen, unter anderem auch wegen dem Blaulicht, aber sehr stark natürlich auch wegen der Information, die ja erregend ist, die ich dann ständig mitbekomme. Das heißt, ich glaube, diese Handys und Tablets beschleunigen noch mehr, beruhigen nicht. Und der Ausgleich, der im Sport und in der sozialen Begegnung möglich wäre, passiert nicht. Und darum, glaube ich, geht es so vielen Kindern schlecht. 3/4 unserer Kinder sagen, sie sind wirklich belastet und sie haben wirklich große Ängste. Die Schlafstörungen haben sich verdoppelt. 40% an Schlafstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Das ist eine Zahl, die ist als Schlafforscher undenkbar gewesen noch vor ein paar Jahren, weil normalerweise Schlafprobleme über 35 auftauchen, niemals darunter. Ja, wirklich erschreckend. Würdest du so weit gehen, von einer verlorenen Generation zu sprechen? Ich glaube ja. Also ich glaube wirklich, vielleicht nicht verlorene Generation, aber ich glaube, es wird uns noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte beschäftigen. Weil man muss sich überlegen, wenn Sozialisation und die klassischen Entwicklungsschritte nicht passieren können, als Volksschüler oder als Jugendliche, nämlich die Abnabelung zum Beispiel, ja, dann verändert es natürlich die ganze Entwicklung nachhaltig, die danach kommt. Also ich glaube wirklich, dass es da ein Angebot geben muss, nicht nur so bald wie möglich Begegnung und Bewegung zu ermöglichen, sondern auch wirklich nach Sozialisation. Vielleicht auch in therapeutischen Gruppen, wo es notwendig ist. Aber ich glaube, man muss das wirklich mitdenken, dass wenn wir das nicht aufgreifen, dann werden wir in 10 Jahren die Rechnung dafür präsentiert bekommen und dürfen dann nicht überrascht sein, dass wir das jetzt gerade auslösen. Ja. Und da muss die Politik auch sicher zum Handeln kommen, aber die Eltern und auch selber, die Kinder und Jugendlichen können auch nicht so lange warten, glaube ich, bis die sich mal bequemen. Ich glaube, was du sagst mit Bewegung und Begegnung, das muss und kann man jetzt schon herstellen, ohne darauf auf Erlaubnis zu warten. Aber es wäre natürlich schön, wenn eure Ergebnisse auch dann dort oben gehört werden und wenn es dann auch nochmal von der Politik dort eine Unterstützung gibt. Manuel, vielen Dank für das schöne Gespräch. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Mich auch. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, das Gespräch hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Du sollst der Kaiser meiner Seele.